Gold in Rainbow Friends schauen wir uns heute bei Slime Cat an, Leute. Und ja, wie man sehen kann, ist da irgendwie eine dicke Red Mama oder so und eine dicke Blue Mama. Hä? Es wird auf jeden Fall interessant, das sage ich euch. Und so wie es aussieht, hat die Seele gerade einen Körper verlassen. Sie will 911 anrufen, also den Notfall. Aber sagt, ich bin schwanger und irgendwas ist da drin. Irgendwas verursacht Feuer oder was? Irgendwas mit dem Baby, Leute. Und ich denke mal, die ist absolut weg. Okay. In diesem Bauch ist jetzt dieses Blue Baby und das ist irgendwie kalt oder was? Hä? Wow, 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 wow. Okay, jetzt wird's wieder richtig crazy. Also, Red, Baby ist anscheinend heiß und Blue Baby ist anscheinend kalt und ich verstehe das noch nicht so ganz, was da jetzt abgeht, aber anscheinend liefern die sich jetzt ein fettes Baby-Battle. Okay, das ist aber trotzdem witzig. Er haut hier ordentlich Feuer raus. Und jetzt würde ich mal sagen, kommt mal ganz schnell hier der Eisstrahl. Uff, Ticker, was geht da in diesem Babybauch ab, Leute? Digga, wenn ich das schon wieder sehe. Powerade? Oh, davon habe ich mir 3 Packs gekauft, Leute. Also so eine 12er Packs. Ich liebe Powerade, ne? Ich trinke halt keine Cola oder so oder sonst irgendwas. Trinke eigentlich immer Powerade. So, das ist so mein Getränk, wenn ich sündige. Ansonsten natürlich immer, Leute, Wasser, ne? Ganz wichtig. Davon muss ich mir jetzt auch nochmal einen Schluck reinzwicken. Das Ding will einfach nur aus dem Bauch raus, weil da richtig viel mit Feuer gemacht wird. Das arme Blue Baby. Oh, da gibt es einen Notfallknopf. Ah ja. Exit. Da kam erstmal direkt eine Faust aus dem Bauch raus. What? Digga, was geht denn da eigentlich ab? Orange ist jetzt Krankenschwester geworden. Aber nochmal ganz kurz festhalten, Orange ist das Krankenschwester. Und die sind da in den Bauch und fetzen die sich. Ja, die fetzen sich dann noch. Jetzt kommt hier der Vater, der hat auch so eine Krone auf dem Kopf. Also beide haben sogar eine Krone auf dem Kopf. Der Vater war so richtig krasse. Und hier ist einmal so ein Red Baby jetzt rausgekommen. Und die zeigt jetzt so ein bisschen die Mutter, ne? Was ist jetzt mit dem Baby los? Also es hat ja keine Mutter. Die Mutter ist ja eigentlich gestorben, ne? Aber wie zur Hölle ist das Baby von der roten Mutter in die blaue Mutter reingekommen, sodass die da beide drin waren und dann rausgekommen sind? Und, also, okay, this is story. Jetzt sind wir hier bei Mami Long Legs und bei Daddy Long Legs und wir haben hier die gleiche Situation. Es ist so Baby Mami Long Legs da drin und es ist Baby Player Long Legs oder, nee, ich glaube Baby Long Legs sogar. Und das Ding speit wieder Feuer, ne? Die wacht auf. Ob das wirklich so ist, Leute? Ich glaube nicht, oder? Klimaanlage schallert übel rein. Auf der anderen Seite gibt es die Feueranlage. Das ist also keine Heizung, Leute, sondern eine Feueranlage anscheinend. Und jetzt wird erstmal überall Eis reingesprungen. Jetzt wird die Feueranlage angemacht. Heiß und kalt. Ist nicht gut. Oh, yo, guckt das an, ne? Es geht da in den Bauch ab. Bro. Digga, und du machst halt einfach auf und siehst das so und denkst so, yo, kannst du das mal sein lassen, Mann? Ich will pennen. Und die weint natürlich, ne? Weil da drin geht richtig was ab. Jetzt wird sie erstmal was zu essen reingesnackt. Oh, geil, der ganze Kühlschrank voll. Und die beiden fetzen sich. Ah, okay, das eine Kind ist Daddy, Baby Daddy Long Legs sozusagen und Baby Mami Long Legs. Und da gibt es jetzt erstmal so ein paar Trolli-Süßigkeiten rein. Boah, ich werde mir heute, glaube ich, so einen fetten Döner reinziehen, Leute. Ohne Witz. Ich werde gleich einen fetten Döner essen. Direkt nachdem ich mit den Aufnahmen durch bin, gehe ich einen Döner essen. Die fetzen sich da jetzt immer noch mit Schwertern? Ja. Digga, ist das ein geiler Burger, Mann. Und die macht da wieder... Ey, ich habe so Hunger, Mann. Jetzt sind sie zufrieden. Wachsen die jetzt? Größere Schuhe? Längere Arme?
Digga, wie gut. Die kriegen jetzt immer mehr Kräfte sozusagen, ne? Die, also, weil die sich halt natürlich so ein bisschen entwickeln sozusagen. Jetzt kommt da so ein Eis reingeplätschert und der schnappt sich das jetzt weg. Und jetzt gibt's wieder Stress. Eis geschmolzen. Der hat sich seine Hand reingebissen. Oh, Leute, jetzt gibt's wieder richtig Ärger. Und sie greift sich das Hähnchen. Und er hat das kurz eingefroren, ne? Und sie beißt da voll rein. Oh nein, jetzt sind die Zähne rausgefallen. Oh Leute, das ist schon wieder so dämlich und so gut. Okay, Daddy Long Legs sieht das anscheinend. Und denke ich so, yo, was geht denn da ab? Und er hat eine Idee. Okay, es gibt einen Knutscher anscheinend. Und das finden die Babys so niedlich, dass sie jetzt aufhören zu streiten, oder was? Ja, also Leute, was soll man dazu sagen? Jetzt haben wir das gleiche nochmal mit SpongeBob, oder was? Nee, ne? Digga, heute richtige Babyshow, Mann. Was zum... Okay, aber also unterhaltsam ist es. Ich weiß nicht, warum. Das ist irgendwie unterhaltsam. Das soll jetzt Spongys Mutter sein? Und warum ist Patrick da drin? Also ich meine, die sieht doch... Okay, die sieht eigentlich aus wie Patrick und SpongeBob so ein bisschen. Alles klar, SpongeBob ist Magier geworden. Und Patrick ist der Feuermagier auch. Ich glaube, sie sollten ihre Kräfte bündeln. Wenn sie das machen würden, hätten sie das perfekte Essen. Tun sie es? Nee, SpongeBob kommt auf eine Idee und hat so ein Gebiss. Dadurch sieht er aus wie der Affen-Spongy. Okay, nee. Er hat anscheinend heftigere Zähne. Und was ist das? Macht er daraus jetzt eine Eiscreme oder was? Patrick hat jetzt auch eine geile Idee. Erhitzt das anscheinend. Und was wird das dann? Marmelade. Okay, krass. Oh, Früchte-Marmelade ist auch immer richtig lecker. Macht sich direkt dreifach Sandwich und saugt es ein. Leute, das habe ich als Kind so oft gemacht. Digga, wer kennt es? Leute, Hashtag 3 in die Kommentare, wer so ein dickes Dreifach-Sandwich gemacht hat. Und wieder Powerade, ne? Digga, immer Powerade trinken. Ich habe mir auch einmal so ein Fünffach-Sandwich gemacht, Leute. Fünf Sandwiches aufeinander. Digga, weißt du was? Ich glaube, das mache ich demnächst mal wieder. Safe. Safe mache ich das mal wieder. Voll die geile Idee. Vielleicht im Sandwich-Maker, Digga. Einfach ein Dreifach-Sandwich rein. Muss ich mal wieder machen, so ein dickes Sandwich. Die boxen sich jetzt auf jeden Fall immer noch mit... Wo kommt der Godzilla auf einmal her? Plötzlich... noch so eine fette Axt rausgeholt. Okay, das war's. Leute, keine Ahnung, was das heute war, aber heiß gegen kalt in Rainbow Friends, SpongeBob und Poppy Playtime. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn ja. Und vor allem, Leute, checkt dieses Video hier aus. Dickes Küsschen geht raus. Deno out.